zu den ein ganz wesentlicher Punkt, ein Streitpunkt vielleicht auch, der immer wieder mal zur Initiative diskutiert wird, ist, soll überhaupt der Aktionär auch mit in die Vergütungen der Stufe Geschäftsleitung eingreifen, weil er eigentlich keine eingriffliche Kompetenz ist. Und ich bin der Meinung, ja, weil dort die Exzesse sind. Und ich gebe ein Beispiel, vor wenigen Wochen noch ist in der Schweizer Handelszeitung die Rangliste publiziert worden von den höchsten Vergütungen auf Stufe Geschäftsleitung. Und siehe da, die Credit Suisse, eben 8,2 Milliarden Verlust, die Credit Suisse führt diese Rangliste, glaube ich, durchschnittlich 6,2 Millionen pro Mitglied der Geschäftsleitung an. Und auf zweiter Stelle ist die Swiss Re, die ebenfalls letztes Jahr, ich rede immer nur von 2008, 864 Millionen Verlust gemacht hat, und siehe da, die Unternehmung ist auf, von allen börsennotierten Schweizer Unternehmen auf dem zweiten Platz, ebenfalls mit etwa 6 Millionen Vergütungen pro Mitglied der Geschäftsleitung. Und an dritter Stelle auch da, komisch und überraschend für mich, die ABB, die eigentlich ein gut geführter Laden ist, und auf der anderen Seite aber Kurzarbeit beantragt. Dort hat der Chef 19 Millionen Jahreslohn gehabt, der Hugen, und auf der anderen Seite macht man mit den Mitarbeitern Kurzarbeit. Und ich glaube, das kann nie und immer im Sinn der Bevölkerung sein, auch nie und immer im Sinn des Aktionärs und des Eigners, dass oben horrende Löhne bezahlt werden und auch schon die Mitarbeiter Kurzarbeit gemacht werden. Es schlägt keine Geiss weg, dass die teuersten Manager weltweit, die Investmentbanker, uns in diese Finanzkrise, Wirtschaftskrise gebracht haben. Und es braucht, liebe SVPler, es braucht einen radikalen Change. Es genügt nicht, 5 oder 10% jetzt ein wenig Kosmetik zu betreiben und ein wenig Transparenz und so weiter, um vielleicht Stufe Verwaltungsrat etc. Es braucht einen radikalen Change in diesem Thema Vergütungspolitik. Und wenn wir nicht, das hat eigentlich gar nichts mehr mit Mut zu tun, dann garantiere ich Ihnen, und die Anzeichen sind groß und vorhanden, dass es eine reine Frage der Zeit ist, bis die nächste Klasse kommt und bis die nächsten Exzesse kommen. Und man würde, glaube ich, gar nie über diese Initiative diskutieren, wenn man die UBS so genau geordnet, gegroundet hätte. Dann würden wir nämlich heute diskutieren, wie diese Verantwortlichen hinter Gitter kommen und Busse bezahlen müssen, würde man nicht über diese Initiative diskutieren. Aber es war total falsch, dass man eigentlich da nicht ein Exempel statuiert hat. Aber es kann nicht sein, dass wir alle 5 oder 6 Jahre uns über Swisser UBS und What's Next diskutieren, dass der Staat da intervenieren muss und die Schweizer Volkswirtschaft retten muss. Erlauben Sie mir nun, einige Punkte der Initiative aufzulegen. Grundsätzlich der zentralste Punkt der Initiative überhaupt ist der Punkt 1, Vergütung Verwaltungsrat, das ist eigentlich fast klar, weil heute gibt sich der Verwaltungsrat ein eigenes Salär, man nennt das ein verbotenes In-sich-Geschäft, also Sie können mit sich selber keinen Arbeitsvertrag machen, das ist Schweizer Gesetz verbietet, dass der Verwaltungsrat wird ja vom Aktionär in einer treuhänderischen Funktion gewählt und gibt sich eigentlich so mit ein eigenes Salär, und es hat relativ lange gedauert, bis auch die Politik gesehen hat, dass das nicht geht. Den zweiten Punkt habe ich schon diskutiert. Dritter Punkt, Beirat, sondern auch Generalversammlung. Wir wollen keine Limitierung. Meine Initiative hat keine Limitierung. Wurde und wird mir auch zum Vorwurf geworfen, man hätte da weitergehen können, Limitierung. Bin der Meinung, nein. Es ist am Souverän, am Aktionär festzulegen, die Summe, die sollen das dann untereinander verteilen. Vielleicht gibt es wenig Streitigkeiten, aber aus Sicht des Aktionärs sind das Kosten. Und der Eigner soll zu diesen drei Lohnsummen Ja oder Nein sagen, und die sollen das dann selber miteinander verteilen. Wahl des Verwaltungsrates einzurücken, wir kennen sein Postulat von Christoph Boffer. Und ich werde nachher auch auflegen, es darf das jeder mitnehmen. Synopsis, da ist ein Blatt, das relativ interessant ist, was so im zeitlichen Charakter über die letzten Jahre alles passiert ist, also vom Vorschlag Locher dann bis zu Winter Schlumpf und Ständerat etc. Wo sind zu diesen 24 Punkten von der Initiative? Wo hat es mit einem Nein angefangen, dann ins Ja gegangen und zurück ins Nein? Das ist also diese Synopsis und ebenfalls dieses Blatt, das Sie auch mitnehmen dürfen, sind die 24 Punkte der Initiative.
Sie sehen zum Beispiel dazu, wird das sehr interessant, vor allem auch für Ihre Jungpartei. Der Lösungsvorschlag dieser Initiative, eigentlich der erste und der zweite Punkt, ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern ist auf den Mist von Herrn Bocher gewachsen. Herr Bocher hat im Stocks, das ist in der Finanzzeitschrift im 2003, dazumal der Nationalrat, hat er gesagt, und das war Titelstory übrigens, hat er gesagt, das können Sie wortwörtlich hier nachlesen im Interview, hat er gesagt, ja, der Aktionär muss über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung abstimmen können. Und ich habe nur sein Gedankengut genommen und dann noch die Hintertüren geschlossen bei dieser Initiative. Ich sage das darum, weil gerade Punkt 2 in gewissen Kreisen in der Schweiz umstritten ist. Wir gehen noch einen Schritt weiter, indem wir eigentlich auch möchten, dass der Verwaltungsratspräsident im Aktionariat gewählt wird, weil er führt eigentlich durch die Generalversammlung durch. Dann haben wir Punkt 6. Vergütungsausschuss, da finde ich, wir müssen einen Schritt weitergehen, das ist der Vergütungsausschuss, das ist ein Ausschuss, der die Löhne überhaupt festlegt und die ganzen Lohnreglemente, dass da unabhängige Mitglieder sind und die eben das Aktionariat gewählt werden, sehr stark sind sie eben unabhängig, heute sind das einfach Kollegen von den Verwaltungsräten. Kein Organ- und Depotstimmrecht, da treffen wir uns vollkommen mit dem Vorschlag der SVP in die Flocher, nur hat es der Ständerat wieder rausgekriegt. Also ich war unheimlich, die Rechtskommission, der Ständerat hat diese zwei Punkte drin gehabt und der Ständerat dann im Kochen, der hat diese zwei Punkte. Das ist absolut zentral. Es bringt überhaupt nichts, das Thema an die Generalversammlung zu bringen, solange wir die doch gar nicht in das Stimmrecht abschaffen. Depotstimmen ist, dass wenn Sie Aktien in der Bank haben, die haben Sie ja nicht unter den Kopfkissen, also wenn Sie Aktien in der Bank haben und der Bank keine Weisung geben, muss man das vorstellen, dann muss die Bank von Gesetzes wegen abstimmen wie der Verwaltungsrat. Obwohl keine Willensäußerung dahinter ist, muss die Bank so abstimmen wie der Verwaltungsrat. Das Organ mit dem Stimmrecht sind wir uns bereinigt, muss abgeschafft werden. Punkt 10 ist etwas Interessantes, wir möchten die Fernabstimmung, ein neues Wort. Da heißt, Sie können hier im Restaurant sitzen und die Generalversammlung wird irgendwo auf der Welt durchgeführt und via Handy bekommen Sie ein Zoom-Toll, ja, jetzt gehen wir zu Traktandum 1, in der Jahresrechnung, dann möchten Sie 1 für Ja, 2 für Nein, 3 für Enthaltung, schon diverse politische Abstimmungen in Lübach und Genf, die übrigens über das Nachteil gemacht wurde. Also wir möchten gerne, wir haben dann eine große Demokratie, wenn möglichst viele Leute an einer Willensbildung teilnehmen, wir möchten einen Schritt weitergehen und die Generalversammlung auflockern, indem man eben nicht mehr physisch anwesend sein muss, sondern eben über sie überdenken oder über das Nachteil an der Generalversammlung teilnehmen kann. Und wir möchten auch die Pensionskassen, denn dort sind die großen Vermögen und dort ist schon unsere Rente drin. Es kann nicht sein, dass die Pensionskassen Jahr für Jahr die hohle Hand machen, sagen, es genüge nicht, die 3,4% und zum Bundesrat rennen und sagen, man müsse diesen Zinssatz runterfahren. Sondern die Pensionskassen haben eine hohe Verwaltung, hohe Nachhaltigkeit mit diesem Vermögen und da muss man halt die Interessen wahrnehmen, dort wo man investiert hat, auch an die Generalversammlung gehen, diesen Leuten auf die Finger schauen und sich mit dem Geschäftsbericht auseinandersetzen. Aber nur einfach nach Dividende schreien und nach Aktiengewinn zu schreien, ich spreche jetzt aus der Brille der Pensionskassen, das geht nicht.